Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Herzlich willkommen zu den Checkmates. Heute mit einem Special zu Keanu Reeves und Joe Pesci. Wer glaubt, dass es sich schon von Haus aus verbieten würde, diese beiden Namen in einem Atemzug zu nennen, oder dass man die darstellerischen Limitationen des einen sowie die unbestreitbare Klasse des anderen auch nur ansatzweise auf eine Stufe stellen sollte, ja, der wird im Folgenden nun eines Besseren belehrt. Denn mit Mo und Sven haben sich tatsächlich zwei gesucht und gefunden, die noch beschränkter aus der Wäsche schauen als Keanu Reeves im allerersten Bill und Ted und Joe Pesci in gleich beiden Teilen von Kevin allein zu Haus. Daher können Sie sich, werter Zuhörer, nun glücklich schätzen, dass dies hier ein reines Audioformat ist und Ihnen zumindest diese hochnotpeinliche Schmach erspart bleiben wird. Und dennoch werden Sie nun gleich in den Genuss kommen, wie unsere zwei Hoshis nach einem unglücklichen Vorfall im Baumarkt ihres Vertrauens der äußerst lebhaften Illusion anheimfallen, dass sie wahlweise womöglich sogar noch talentbefreiter oder aber virtuoser sind als ihre wahren Ichs. Ich kann Ihnen daher an dieser Stelle bloß noch vorab mein Beileid aussprechen und Ihnen dazu raten, hören Sie nur hin, dann müssen Sie es nicht sehen und schon gar nicht schauen. Checkmates. Hier sind die Checkmates. So, Herr Reeves, dann kommen Sie mal schön hier rein. Der Doktor, Regisseur, wird dann ja bald bei Ihnen sein und Ihre Krankheit, wir sagen das Projekt besprechen. Mach sich mal keine Sorgen, ne? Das wird richtig groß, ja? Ja, ich weiß nicht so ganz genau. Meinen Sie, das ist richtig hier? Naja, dann ich traue Ihnen mal, dann warten wir mal. Den Dödel bin ich los. Ja, hallo, ich bin hier zum Vorsprechen. Mein Name ist Keanu Reeves. Warten, neuer Patient oder was bist du für einer? Also setz dich da hinten in der Ecke, da wird schon jemand kommen. Hallo, Praxisdoktor Dr. Klee. Nee, tut mir leid, da sind Sie wohl falsch verbunden. Ein Blasen, blasen Sie mir doch den Schuh. Verdammt nochmal. Wiederhören, gut. Tschüss. Entschuldige. Ja. Hi. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ich kenne dich. Ich komme aber einfach nicht auf deinen Namen. Ah, Leo Katz, private Ermittlung. Ich bin Privatschnüffler. Ich finde alles, überall und jeden. Also wenn du was brauchst, sag mir einfach Bescheid. Leo Katz. Wo stecke ich den Namen jetzt mal hin? Leo Katz. Ah, Brennpunkt.la. Ja! Oh, ich liebe diesen Film. Leo Katz, der durchgeknallte Kollege von Murto und Martin. Mel Gibson und Danny Glover. Ja. Der zweite Teil der Lethal Weapon-Reihe. Das bist du. Hammer. Richtig, ja, gell? Ja, ich bin halt ein bisschen älter geworden und so, aber ansonsten ist alles beim Alten. Was machst du hier? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, irgendwie wollten sie mich halt, auf der Straße haben sie mich gefunden. Ich habe mich halt unterhalten mit anderen Leuten und weißt du, und dann bin ich hergekommen und dachte, naja gut, da kommen zwei nette Herren mit einer sehr warmen Jacke. Die haben mich dann mitgenommen und in ein Auto mit und ich dachte, oh komm, guck mal halt mal, was passiert. Das hat Ähnlichkeit mit dem, was mir passiert ist. Weißt du, was ich glaube? Das ist ein Casting hier. Die wollen uns austesten. Die wollen gucken, wie weit sind wir bereit zu gehen, mit ihre Games hier mitzumachen. Ich meine, du weißt, wer ich bin. Nehme ich an. Ja, natürlich. Wer kennt nicht Matrix? Ja, die anderen, ja. Ich weiß nicht, was die anderen haben. Keiner will mich erkennen. Sie sagen mir, ich bin wer anders. Aber das ist egal. Brennpunkt.la, Richard Donner, 1989. Ach, waren wir da noch jung. Oh ja.
der gute Brandon. Wie war das nochmal, die Geschichte? Ja, im Endeffekt war es ja so, dass die Martin und Myrto finden nach einer Verfolgungsjagd einen Kofferraum gefüllt mit Krügerrand-Goldmünzen, die es ja nur in Südafrika da gibt, und versuchen dann rauszufinden, wem diese Münzen gehören, und dann kommen sie einer Geldwäsche auf die Spur. Da spiele ich auch eine sehr große Rolle dabei. Und dieser Stunt aus dem Fenster, das war ich. Wie? Ja, und warst du? Ja, das war ich. Sie haben gefragt, ob ich es habe. Gesagt, okay. Ich mach's. Ist ja gut. Hört auf, mich zu fragen. Und hab's dann doch einen Stuntman machen lassen, weil ich bin halt zu klein und die Berechnung, und ich hab halt auch ein ganz klein bisschen was an den Hüften. Und da hätten die ganzen... Ich finde nicht, dass du sagen solltest, du bist zu klein, du bist nicht zu klein. Das sehe ich nicht so. Da. Du bist groß, du bist ganz, ganz groß. Ich weiß. Aber du auch. Ja, und jedenfalls ist es halt so, dass es dann halt rauskommt, dass da halt jemand mit drinsteckt, der aber diplomatische Immunität hat, und dann kann man da nicht so ran. Und ja, ich bin halt Kronzeuge. Zeuge. Ja, das war richtig, richtig schön durchgeballert, und ich mochte den Film damals auch, weil ich war so ein bisschen verliebt in Patsy Kensit. Das kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen, aber damals war sie halt in einer Popband, in einer englischen Popband, Eight Wonder hießen die, mit dem großen Single-Hit von 1988, I'm Not Scared. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie da genommen wurde, ich weiß es nicht. Aber das zu sehen, sie zu sehen in so einer tollen Rolle, und die ganzen Bösewichte und das Geschieße und das Gerenne und das Gelaufe, ist einfach ein Riesenspaß. Ja. Kann man immer gucken, glaube ich, ne? Wird nie alt, ja. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Da ist es einfach ein Film, der für die Ewigkeit gemacht ist. Ja. Roger Ebert hat ja damals, der berühmte Kritiker, hat ja damals explizit gesagt, er lobt Richard Donner für die Einführung des komischen Charakters des Leo Getz. Das geht doch runter, oder? Wie Öl. Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay. Roger, du bist mein Freund. Und habe dann auch die Schlägertrupps zurückgerufen, die ich ihm eigentlich schicken wollte, weil wir gedacht haben, er würde meine Rolle verreißen und sagen, das wird nichts, aber es geht ihm. Es geht. Praxis Dr. Klee, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich verbinde. 4 Teile gibt es von Lethal Weapon. Ich gucke die gerne, alle regelmäßig mal immer wieder. Also alle 2 Jahre und dann auch gerne am Stück. Also sprich über so ein Wochenende verteilt. Mhm. Richard Donner ist ja noch bekannt geworden durch auch andere gute Filme. Großartig, wie ich finde, zum Beispiel ein Kind seiner Zeit sicherlich, aber ein Film meiner Jugend, die Goonies, war ja einfach ganz wichtig. Und ich mochte auch wirklich das Omen. Das war so ein Film, der konnte mir das Gruseln beibringen. Warum sagen wir das? Weil Richard Donner am 5. Juli verstorben ist. Ja, leider. Leider, aber es hat ihn jetzt nicht gerade knackfrisch aus dem Leben gerissen. Das kann man ja schon mal sagen. Ne? Mit 91 ist das fair and square, wenn man da mal sagt, ich nehme die U-Bahn ins Radieschenland. Und sind wir ehrlich, wir haben zwar alle gehofft, dass es tatsächlich noch einen 5. Teil gibt. Ja, aber was da passieren kann, das haben wir gesehen bei dem Typen mit dem Hut und der Peitsche. Da ist, also über den 5. mag man gar nicht reden. Schwieriges Thema. Was ist denn, wenn du jetzt zurückdenkst, einen Film mit mir, den du mochtest? Welchen Film ich sehr, sehr oft gesehen habe, war zum Beispiel der Film mit dem Surferjungs da, mit den Surferbräuten da. Und wo ihr da, du, Polizei und Surfen und Banküberfälle und Patrick Swayze. Ja, Point Break, großer Film. Fand ich auch sehr, sehr gut, hat mir viel Spaß gemacht. 1991 war das. Davor habe ich so ein paar Komödien gemacht, die kamen mittelgut an, muss ich sagen. Da war ich ganz froh, dass Catherine Bigelow einen Actionfilm machen wollte. Und da spiele ich ja diesen jungen FBI-Agenten, der
in der örtlichen Surfer-Szene eingeschleust wird. Absurd, absurd, denn die örtliche Surfer-Szene sind halt zufällig auch richtig krasse Bankräuber. Na gut, nach Story darf man hier nicht lange suchen, aber wird immer wieder gerne geguckt. Und hast du mal das nutzlose Remake gesehen? Ist das nicht eine Schande, was die da machen? Nee, ich muss wirklich sagen, ich habe es ausgelassen. Sehr gut. Bewusst ausgelassen. Sehr gut. Sehr gut. Gerade da auch Patrick Swayze als Bodhi, der hatte da ja auch eine Hochzeit immer noch. Patrick Swayze, seine Filme sind ja oftmals auch von der Kritik irgendwie zermanscht worden. Im Nachgang hat er trotzdem so ein bisschen so einen Kultstatus. Ich meine, sowas wie Dirty Dancing hängt einem halt an. Das ist so. Also auch John Travolta ist trotz vieler anderer Rollen sein Tänzer-Image aus von früher nie so richtig losgeworden und so ist er hier auch. Aber der könnte auch wirklich Schauspieler, das muss man mal sagen, ne? Ja, jeder, der damals in dieser Zeit einfach ein Jugendlicher war, der hat gedacht, okay, gut, wenn das Mädel Dirty Dancing vorschlägt, gehst du halt mit. Und es kann mir keiner erzählen, der gesagt hat, nee, ich gehe nicht mit, ja, sondern, oder ich gucke zu Hause nicht, weil wir wissen genau, worauf es hinausläuft. Nein, aber es ist so, also ich mag Swayze auch in Rote Flut, den viel zerreißen, ich mag ihn auch in absolut in Gefährliche Brandung und natürlich auch in Roadhouse. Ja, auch ein Film, der immer gerne zitiert wird. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, tatsächlich in der Fernsehserie bei Fackeln im Sturm. Das war so mein erster Kontakt mit ihm als Schauspieler. Das habe ich schon vergessen. War sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut gemacht. Gut, hatte ich nichts mit zu tun jetzt, sondern andere, aber war ein guter Film. Gefährliche Brandung. Praxis Dr. Klee, kann ich Ihnen helfen? Point Break hieß das Ding im Original, ja, ich weil das halt der Moment ist, in dem die Welle bricht. Und indem man eben versucht, besonders cool zu surfen. Was ich damals sehr witzig fand, war tatsächlich, dass wir bei den Überfällen die Plastikmasken der US-Präsidenten getragen haben. In späteren Filmen wurde das ja immer gerne mal gemacht, dass man Masken von bekannten Leuten nimmt, für wenn man so einen Überfall macht oder halt eben von Tieren oder sowas. Das ist ja auch immer ganz gerne, aber ich glaube, das war so einer mit der ersten, wo das so benutzt wurde. 24 Millionen gekostet, und 43 eingespielt. Point Break kann man immer wieder gucken und ist, glaube ich, gerade auch verfügbar auf den Streaming-Diensten. Hat mir viel Spaß gemacht, diesen Film zu drehen. Ja, hat mir auch nicht wehgetan, muss ich sagen. Nee. Das glaube ich. Also auch so die. Hast du da extra surfen gelernt oder wie? Das ist alles CGI. Ich stehe da nur auf so einem Gummiboard und bewege mich so ein bisschen und der Rest ist da reingemalt. Das war ich nicht. Nee, jetzt brechen hier Träume, aber so ist es halt, ne? Okay, aber cool, ich fand auch die Red Hot Chili Peppers. Ich bin jetzt zwar jetzt kein großer Fan ihrer Musik, aber fand cool, dass sie da waren. Die waren auch. Dr. Klee, nett. Bis kann auf. Ich Ihnen helfen? Flair, der ist durchgeknallt. Ich verbinde. Der spinnt. Hören Sie? Die Frau Doktor ist im Gespräch. Ja, tut mir leid, versuchen Sie später nochmal. Oh, Herr Mo. Wiederhören. Ries. Ich komme. Ja. Halt, Moment, was soll denn das? Also, ist Keanu Reeves mehr wert als ich? Ist er besser als ich? Dann beruhigen Sie sich. Warum muss ich hier draußen alleine sitzen? Wir könnten doch auch beide rein. Ja, ich verstehe das. Dann kommen Sie doch bitte beide rein. Okay, alles gut. Ja, ist ja gut. So, dann kommen Sie bitte mal rein, nehmen Sie Platz. Ja. Da hinsetzen. Wo drückt denn der Schuh? Sie beide glauben also, Sie sind Schauspieler. Nun, ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie sind es nicht. Wieder jemand, der das nicht wahrhaben will. Wir sind Schauspieler. Ich bin Keanu Reeves und das da ist Joe Pesci. Ich bin Joe Pesci, verdammt nochmal. Jetzt mal ehrlich. Warum sollten wir uns das ausdenken? Ich nehme an, der starke Schlag auf den Kopf pariert mit den tiefen Zuneigung zu der Schauspielkunst sind die Ergebnisse ihres Verhaltens heute. Ja. Stimmen da voll und ganz zu, ja. Aber nee, sie liegen total falsch. Ja. Ich bin Joe Pesci, der Gott Pesci. Sehr interessant, dass Sie glauben, Joe Pesci zu sein.
Ich bin Joe Pesci, verdammt nochmal. Gerade erst hatten wir weitere Fälle aus Leipzig. Aus Leipzig? Bei denen Joe Pesci fast schon gottgleich gehuldigt wurde. Mhm. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Warten Sie bitte mal, ich zeige Ihnen das mal. So, hier haben wir das Video. Okay, 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 okay. Großer Joe Pesci hier auf Erden. Geheiligt werde dein Goldzahn, dein Wutanfall komme, dein brennendes Haupt erleuchte uns. Wie im Thriller, so auch in der Komödie. Unsere tägliche Unterhaltung gib uns heute und vergib uns das Einschlafen beim exzessiven Binge-Watching. Wie auch wir deine Werke für immer rewatchen und weiche stets dem Ziegelstein, denn Marv kann es ertragen. Und richte deinen blutigen Füllfederhalter gegen das Böse. Denn dein ist die Schauspielkunst im Casino und in der Mafia und all den Filmen, die wir lieben. In Ewigkeit. Okay. Das ist ja schon fast gespenstisch. Hiermit beschwöre ich dich, du, mein einziger Gott, est Dominus Joe Pesci. Okay. Ich werde keinen anderen Gott neben dir haben. Denn du bist das einzig Wahre. Du bist das Genie. Das kleine laufende Wunder. 1,50 Meter und trotzdem der Beste seiner Art. Joe Pesci, ich rufe dich, ich beschwöre dich, erleuchte mich. Ja. Sie beide bleiben bitte hier weiter sitzen. Ich werde jetzt einen Kollegen dazu holen, der sich auf solcherlei Fälle spezialisiert hat. Augenblick bitte. Hey Mann, während wir warten können wir ja auch nochmal über Filme reden. Du warst doch in diesem Kostümfilm hier mit dem Typ mit den Zähnen. Dracula, ja. Ja, der hat mir auch gut gefallen. Da warst du dieser Anwaltsgehilfe. Sag's. Jonathan Harker. Genau, ja. Fand ich gut. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen blass in der Rolle. Ich fand mich sehr blass. Das ist ja auch, da ist ja auch keine Sonne. Das ist ja nicht so wie in Miami Beach oder Florida. Ja, also da ist halt einfach scheiß Wetter. Das ist Rumänien. Ich wollte unbedingt mitmachen. Bei dieser Verfilmung wollte ich unbedingt mitmachen. Das ist, trotz einiger dramaturgischer Abweichungen, ist das ja die werktreueste Umsetzung von Bram Stokers Vampirroman Dracula und Gary Oldman als Graf Dracula. Es geht kaum besser, finde ich. Und total übergekandidelt, durchgeballert, Professor Van Helsing gespielt von Anthony Hopkins. Ich meine, da hat er ja wohl abgeliefert, oder? Definitiv. Auch, ja. Also, ich mag das, also Dracula und so. Da, ja, find ich gut. Und da habt ihr wirklich, also es war super, ja. War absolut. Ich mochte auch die Art, wie das gefilmt ist. Da hat Francis Ford Coppola sich wirklich ein paar Sachen einfallen lassen. Hat mir wirklich gefallen. Also ich war auch im Kino. Und wir sehen hier eine recht junge Monica Bellucci noch in einer kleinen Rolle. Sie ist nämlich eine der Vampir-Ladies, die im Schloss Jonathan Harker an den Hals gehen. Das war nicht das Schlechteste, kann ich dir sagen. Das glaube ich, ist heiß. Die ist auch jetzt noch heiß. Ja. Tolle Verfilmung. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Und auch Tom Waits als Renfield. Dieser Renfield-Charakter wird ja immer von auch in den alten Filmen schon immer von Leuten gespielt, die wirklich so ein bisschen over the edge sind. Und Tom Waits ist da keine Ausnahme und ist halt einfach sensationell. Das stimmt. Ich fände auch die Masken, Kostüme, Aufmachung, alles, das war schon Zucker. Das ist ein richtiger Kostümfilm halt, ne? Zucker, ja. Ja. Ich mochte auch damals den Soundtrack sehr gerne von Wojciech Kilar. Der ist schwer zu finden, das weiß ich, aber ich habe den als CD. Wer sich den leihen will, kann sich melden. Wirklich, wirklich toll. Also die auch wie das eingesetzt ist, wenn Mina in dem Garten ist, dass das dann alles so leichte Pling-Pling-Musik ist, aber mit einem drohenden Unterton da in der Musik fand ich einfach großartig. Und die Darstellung dieses das Böse, das ja eigentlich aus Liebe handelt,
Das ist ja auch eigentlich eine große Romanze. Mhm. Definitiv, ja. Ich hatte es ja auch früher mit Romanzen. Ich habe ja viel solche schmalzigen. Ich habe auch später noch ein paar schmalzige Sachen gemacht, sowas wie das Haus am See. Das wird mir auch immer wieder gerne vorgehalten. Aber Sandra Bullock und ich, wir sind halt ein Team. Das funktioniert. Ja, da gab's doch mal irgendwas mit einem Bus und da hat so ein feiger Wichser eine Bombe reingelegt. Das war doch das. Das war das, ja. 3 Jahre nach Dracula durfte ich auf dem Bus mitfahren. Ah, na, wie das schnelle Zeug. Speed. Von Jan de Bond mit mir, Sandra Bullock und Dennis Hopper in den Hauptrollen. Oh ja. Den habe ich erst vor kurzem wieder gesehen auf meiner 25 Meter großen Leinwand zu Hause und muss sagen, der war sehr, sehr gut. Ja, ich mag so dieses, ja, da geht's nicht lange fackeln, weißt du, und dann gibt's gleich piff, paff, links, rechts, zack, Haken rein und die Sache ist vorbei. Und wenn es keiner gesehen hat, ist noch viel besser. Ja, und mit Piff, Paff und auf die Schnauze habe ich dann ja auch gerade in den 2000er Jahren mein großes Comeback gefeiert, denn ich bin John Wick. Dafür habe ich nur Liebe übrig. Neo-Noir-Action-Spielfilm, so steht's bei Wikipedia. Hatte ich auch nicht mitgerechnet, dass das so ein Knaller wird. Der Auftragskiller, der seine Frau verloren hat, an einer, ja, ich weiß gar nicht, woran sie gestorben ist. Ich glaube, das wird auch gar nicht genannt. Auf jeden Fall posthum erhält er von ihr am Tag der Bestattung einen Hund als Geschenk, einen Welpen. Man soll keine Welpen verschenken, das wollen wir hier mit aller ganz, ganz großer Klarheit mal sagen. Aber als dem Welpen dann auch noch etwas zustößt, dann, ja, dann geht's ab. Und das immerhin schon 3 Teile lang. Ja, da freue ich mich schon auf den 4. Teil. Was ich da gesehen habe, wer da alles noch mit dir mitspielt, kannst du mir Autogrammkarten besorgen? Ich kann dir auch schon den offiziellen Titel verraten, wenn du möchtest, jetzt hier weltexklusiv. John Wick 4. Ruckzuck ist die Fresse dick. So soll das sein. Kurz, prägnant, prägt sich ein, hab ich Bock drauf. Ja, ich hätte nämlich gerne ein paar Autogrammkarten von Scott Adkins, Donnie Yen, Mark Zoror und von dir. Wir können nachher noch Fotos machen, Mann, für Instagram oder sonst was. Auf jeden Fall machen wir noch Fotos. Wir müssen halt schauen. Mir haben sie vorhin, als ich hier reinkam, meine Sachen weggenommen, aber ich hole mir das noch. Also mein Handy ja, kriege ich wieder und mein Schlüssel und meine Kleidung. Ich trage Slipper, und, nur verwirrte Leute tragen Slipper. Das Letzte, wo ich auch öfters mal Slipper getragen habe, war in einem großartigen Film, auch wieder mit meinem guten, geschätzten Kollegen Robert De Niro und natürlich auch Martin Scorsese und ach Gott, da waren wieder, es war wie ein Familientreffen. Es waren wieder alle dabei, die dabei sein sollen. Und zwar in Casino. Ja, der Film, der mit einer Autobombe beginnt und dann sehen wir den Aufstieg und Fall des Charakters, den Robert De Niro spielt und du spielst großartig Nicky Santora. Genau, ja, das weißt du, Madi hat mich gefragt, meint, ey, wie sieht's aus? Sollen wir da nicht? Und dann hab ich gesagt, ey, klar, leg los, auf geht's, hopp, komm hier, zeig mir das, Pam. Wir haben ganz viele, also er hat uns da wirklich ganz viel Freiraum gelassen, mir und Robbie, und wir haben uns da unterhalten und er hat gefilmt und hat dann immer nur gesagt, okay, cut oder mach das hier, mach das da, weil viele Sachen waren improvisiert. Wir haben so gut wie kaum an diesem Drehbuch da rum und dann, ja, das war einfach die Chemie, das hat einfach gestimmt und so, weißt du, das und natürlich halt auch die Freunde von damals sind auch Freunde von heute und Freunde von morgen und da ist dann Und ich werde darauf zurückkommen. Toller Film auf jeden Fall. Der jetzt zu sagen, das ist ein reiner Mafia-Film, stimmt ja nicht. Das ist ja, der nimmt ja schon so ein bisschen einen Turn, weil es halt eben da um das Casino geht. Es soll ja ein fiktives Casino sein, aber es hat schon ziemlich starke Anleihen zum heutigen Stardust-Casino und auch die zeitliche Einordnung passt ja zu dem Attentat auf den echten Frank Rosenthal, der so ein bisschen als Basis hier ja auch dient. Aber die Charaktere und vor allem deine Rolle ist ja im Grunde
ohne das jetzt despektierlich zu nennen, ist ja eine Weiterführung von dem, was du als Mafia-Mensch in eigentlich allen Filmen machen musst, ne? Ja, das ist, ja, ich spiele gern so diese Typen, weißt du? Dann kannst du alles rauslassen, da kannst du alles erst in dich rein fressen, die ganze abgefuckte Scheiße, und dann sitzt du da und dann kommt dir jemand richtig dumm. Und dann kannst du einfach den angucken und sagen, okay, dich mache ich alle. Und weißt du, und Marty hat immer gesagt, ja, mach weiter, ja, setz noch eins drauf. Und dann noch mehr fluchen, soll ich ihm gleich seine Scheißbirne wegballern? Nein. Und dann, ja, dann kommt das einfach, das, weißt du, da explodiere ich einfach, da macht's, und ich bin da. Du hast dir doch dieselbe Rippe gebrochen, die du schon bei Wie ein wilder Stier dir einmal gebrochen hast. Weißt du, da stehst du drüber dann, das vergisst du, da ist so viel, wie soll ich sagen, Bing, Bang, Boom, viel, da ist so viel Magic am Set, ja, mit Sharon Stone noch und James Woods und wie sie alle heißen, Alan King und auch hier Frank Vincent, der mich schon wieder auf die Spitze treibt mit seinen Monster-Augenbrauen. Aber was willst du tun? Du bist da und du lieferst ab. Und wie ihr abgeliefert habt. Der Film ist ja dann damals auch noch für einen zweiten Spezialpreis in mein Buch reingekommen. 398 Mal das Wort Fuck. Inklusive Abwandlung wie Fucking und Fucked. Und hier an dem Filmset, das weiß ich noch, war ein tatsächlicher Berufskiller als Berater engagiert worden und ein echter Blackjack-Dealer spielt hier eine kleine Rolle. Karten geben muss man eben können, ne? Ja. Ach, ich weiß gar nicht. Wir beide sollten losziehen hier. Ich weiß nicht, was das hier soll. Das ist doch alles Quatsch. Was machen wir eigentlich hier? Guten Tag, die Herren. Hallo. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Mein Name ist Dr. Stu von Brösebach-Schmidtfelder. Ich bin hier der Chefarzt. Ich sehe hier gerade Ihre Akte durch, die mir der Kollege gerade rübergereicht hat. Wo liegt denn Ihr Problem? Wir haben keine Probleme. Und sagen die Leute, wir haben Probleme. Mhm. Und welche? Sehe ich so aus, ob ich Probleme hätte? Ganz ehrlich, ja. Sie vor allem, ja. Sie sehen nicht besonders gesund aus und das ist ein bisschen Ihre Körpersprache. Aufgedreht, aber ansonsten. Ja, also ich will ehrlich sein. Ich habe ja hier die Akte vor mir und das sieht nicht gut aus. Also Sie leiden an einer klassischen Personentauschstörung. Muss ich Ihnen leider ganz klar sagen. Also ich möchte jetzt hier auch Sie nicht in Watte hüllen. Ich bin ein Anhänger davon, wirklich Tacheles zu reden. Und naja, also haben Sie sich schon mal überlegt, einweisen zu lassen? Was soll denn das heißen, Personentauschstörung? Wieso, welche Person bin ich denn? Naja, Sie sind laut der Ausweispapiere... Ich bin Keanu Reeves. Ich bin ein großer Schauspieler und ich weiß gar nicht, warum ich mir das hier anhören muss. Also, ich kenne diesen Herrn Reeves nicht persönlich, aber laut Ihrer Ausweisdokumente sind aber doch, Sie nicht ich Keanu doch Reeves. Hier. Aber ich sitze doch hier. Fragen Sie mich irgendwas. Komm. Okay, dann wann sind Sie geboren? Ja, so ganz genau weiß ich das nicht, weil ich war ja nicht so richtig dabei. Mhm, ja, okay, aber man weiß doch, wann man geboren wurde. Geburtstage feiert man doch jedes Jahr, oder? Ich bin kein Anhänger davon, aber wenn Sie es unbedingt wissen müssen, am 2. September und das Alter, das geht Sie gar nichts an. Und wie verdienen Sie Ihre Brötchen? Ich bin großartiger Musiker, aber hauptsächlich bin ich ein Filmschauspieler. Ich mache tolle Filme. Bis auf ein paar, die jetzt nicht so gut sind. Okay, interessant. Und der andere Sie kennen Herr? Doch meine Filme. Ich bin da nicht wirklich bewandert. Ich bin ein großer Anhänger von Jonas Kaufmann und Jack Offenbach. Die sind aber mehr in der Oper zu Hause. Ich habe nicht umsonst 28 Semester Psychologie und Psychiatrie studiert, um mir irgendwelche Blockbuster anzugucken. Also bei aller Liebe. Darf ich jetzt auch, oder wie sieht's aus? Ja, genau. Ich frage Sie auch, wann sind Sie geboren? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Am 9.2.1943. Okay, dann sind Sie ja wirklich schon über 70. Und ich muss sagen, also Sie sehen jetzt nicht so alt aus. Ich auch, hat sich super gehalten. Ich bin auch berühmt, ich bin Schauspieler. Wir haben Wellnessprogramm, Fitness, ich mache viel.
Was geht sie eigentlich diese bekackte Scheiße an? Okay, also ich möchte dieses Vokabular hier nicht hören. Das ist eine professionelle Praxis, ja? Hier kann man... Ja, okay. Was war das jetzt? Sehr gut. Sehr gut, ist okay. Okay. Was soll dieses okay? Ja, dass es okay ist. Mhm. Verstehen Sie meine Sprache nicht oder ist das irgendwie was anderes? Ich verstehe Ihre Sprache, aber ich verstehe Ihre Absicht nicht. Ich will ehrlich zu Ihnen sein, aber ich glaube, dass Sie wirklich krank sind. Und wir könnten Ihnen da natürlich helfen, aber das wird ein langer und schwerwiegender Prozess. Und da müssen Sie auch selbst dran mitarbeiten. Legen wir los. Okay, Herr Reeves, ja. Wenn ich Ihnen sagen würde, das bitte mal ganz, ganz unkritisch jetzt anhören, wenn ich Ihnen sagen würde, Sie sind nicht der, der Sie glauben zu sein, wenn ich Ihnen sagen würde, eigentlich sind Sie jemand komplett anderes und dieser andere, der passt mehr auf Ihr Profil, mit diesem anderen wetten Sie ein viel besseres Leben. Würde es da nicht schön sein, zu versuchen, diese andere Person zu sein? Ist das jetzt hier so ein Ding wie die blaue Pille und die rote Pille? Haben Sie schon Medikamente genommen? Sind Sie drogenabhängig? Das würde einiges erklären. Nein, ich habe einen sehr gesunden Lebensstil. Mhm. Und Sie? Also wir haben ja vorher schon zig Gespräche jetzt geführt und auch die Kollegin war so weit, dass sie uns nicht glauben wollte. Am Ende, glaube ich, haben wir sie überzeugt, oder Joe? Aber 100%. Ich glaube auch, weil ich meine, jetzt sind ja Sie hier. Es ist ja auch egal. Ich meine, Sie haben jetzt hier die Gelegenheit, Sie können uns einfach mal ein bisschen was ausfragen zu unseren Filmen. Ja, warten Sie kurz. Ich habe hier dieses Mobiltelefon, hat mir meine kleine Tochter mal geschenkt. So, Netscape. Okay, können Sie vielleicht Ihren Namen mal kurz für mich buchstabieren, bitte? K-E-A-N-U-R-E-E-V-E-S. Okay. Ah, okay. Das ist mir hier beim Scheißbuchstaben. Ich glaube, diesen Herrn habe ich wirklich schon irgendwann mal gesehen. Vielleicht auch auf einer Benefizveranstaltung. Aber schauen Sie mal, das ist Keanu Reeves, der Echte. Und so sehen Sie nicht aus. Photoshop, mein lieber Photoshop. Also das bringt doch hier nichts, wenn wir hier nicht vorankommen. Also das mir Bilder von irgendwem, so einem langhaarigen Fuzzi. Der Bart ist doch wohl gleich. Ist der Bart gleich oder ist der Bart gleich? Naja, ein bisschen zottelig. Ne? Aber gut. Was hat denn der Herr Reeves so gemacht? Was haben Sie denn eigentlich gemacht? Also Sie sind Schauspieler, Musiker, Produzent. Was haben wir denn hier? Sie waren früher vor allem für komödiantische Rollen bekannt, steht hier. Was haben Sie denn da so gemacht? Ach, ganz großartige Filme. Ich hatte zum Beispiel eine Trilogie mit meinem besten Kumpel und da sind wir durch die Zeit gereist. Das war ganz, ganz großartig und haben richtig geile Musik gemacht. Gut, ich hatte, was habe ich hier? Julia zum Liebhaber, Marx, gefährliche Brandung. Oh, das klingt doch spannend. Ich liebe dich zu Tode. Großartiger Film. Mhm, 1990, okay. FSK 12. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Einigen Leuten ist das wichtig. Das höre ich immer wieder und lese es im Chefetagen-Chat. Deswegen mache ich das. Okay. Ja, toller Film. Ja. Ich wurde sehr gelobt dafür. Nein, ich habe hier mehrere Kritiken und hier wird unter anderem erwähnt, dass Sie einen bekifften Auftragskiller spielen sollen und das wohl sehr plump und nicht besonders komisch machen. Ja, Kritiken. Ich habe das sehr, sehr gut gemacht. Also sagt Ihnen der Film was? Die Handlung kennen Sie oder soll ich die kurz ein bisschen zusammenfassen? Ich habe davon noch nie was gehört. Ich bin, wie gesagt, mehr in der Oper beheimatet. Also der Pizzabäcker Joey Bocca, gespielt vom großartigen Kevin Kline, hat es nicht so richtig mit der Treue. Und seine Ehefrau Rosalie, gespielt von Tracy Ullman, hat einfach irgendwann die Nase voll. Ihre katholische Erziehung lässt es natürlich nicht zu, dass sie sich scheiden lässt. Und so muss sie eben andere Maßnahmen ergreifen. Und sie denkt sich, es ist eine kluge Idee, wenn sie
zwei Killer anheuert, die ihren Mann vom Leben zum Tode befördern, weil dann wäre das Problem des Scheidens gelöst und sie würde auch nicht mehr immer so oft, wie man sagt, die Hörner aufgesetzt bekommen. Jetzt ist es aber halt so, dass diese beiden vermeintlichen Profikiller Harlan und Marlon, eben gespielt von mir und von meinem sehr geschätzten Kollegen William Hurt, die sind halt ständig high und kriegen es auch nicht so richtig hin. Und es stellt sich halt raus, dass Joey umzubringen gar nicht so einfach ist, denn irgendwie will das einfach nicht gelingen. Und daraus erspinnt sich dann halt einfach eine schöne, charmante, tolle Komödie, die übrigens auf einer wahren Begebenheit basiert. Der tatsächliche Pizzabäcker Tony Toto überlebte im Jahr 1983 mehrere Mordanschläge seiner Frau Frances. Und nachdem er sie gegen Kaution aus dem Gefängnis geholt hat, hat er ihr auch vergeben und die beiden haben einfach ihre Ehe fortgesetzt. Also insofern, ja. Das Leben schreibt die besten Geschichten. Und ich war da sehr gut. Ich wurde gelobt für meine Darstellung des bekifften Auftragsmörders, der komplett überfordert ist mit dieser Rolle. Und ich habe mich da auch gut reingelebt, muss ich sagen. Ja, doch, doch, doch. Mhm. Joe, was sagst du? Ja, aber ihr hättet mich fragen sollen. Für mich und meine Freunde wäre das. Aber ich wollte dich doch nicht in Schwierigkeiten bringen. Okay, okay. Gemacht, die Herren. Bekifft, das heißt, sie nehmen Drogen. Also nur, wenn es für eine Rolle notwendig ist, so wie... Aber sie spielen ja quasi gerade eine Rolle, ne? Nein, ich sehe das hier mehr so wie ein Interview und da muss ich ja keine Rolle spielen. Ich darf ja sein, wer ich bin. Okay. Wenn sie nicht ständig dazwischen reden würden, dann... Was glauben Sie denn, was nach diesem Interview passiert? Ich habe eine Verabredung. Ich gehe essen, irgendwie vegane Burger, um die Ecke. Und dann fliege ich zurück nach... L.A. Morgen. Okay. Ja, ich glaube, das wird nicht passieren, aber gut. Der andere Herr, Ihr Name war Joe Pesci? Joe. Einfach Joe Pesci? Joe. Stimmt das? Pesci. 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 Oh, okay, okay. Ja. Sie haben gerade was erwähnt, dass Sie anscheinend mit, ich möchte mal sagen, naja, kriminellen Subjekten verkehrt? Nein, das sind keine kriminellen Subjekte. Was soll die Scheißfragerei? Also ich möchte Sie doch bitten, das Vokabular ein bisschen im Auge zu behalten, weil wir sind alle erwachsen, wir unterhalten uns hier nur, ja, und ich habe Sie bis jetzt nicht beleidigt. Also vielleicht könnten wir es irgendwie schaffen, dass Sie das auch... Meine Schwanzpimmel. Joe, bleib ruhig, bleib ruhig. Was will der Wichser von mir? Das bist doch nicht du. Lass ihn doch. Ja, genau. Es sind nicht Sie. Es ist sehr schön, Herr Reeves, dass Sie für Herr Pesci dieses Urteil fällen. Ein Urteil, was auch zu Ihnen passt. Aber zu Ihnen komme ich gleich später nochmal. Herr Pesci, kann es sein, dass Sie vielleicht ein leichtes Aggressionsproblem haben? Nein, ich habe kein Aggressionsproblem. Also, ich weiß nicht, was Sie meinen. Kommen wir jetzt hier mal zum Punkt oder quatschen die ganze Zeit hier? Doktor, das du, tun Sie uns doch den Gefallen und sprechen Sie ihn bitte über die Filme an, er wird sauer und sauer wollen wir ihn nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Filme der Herr Pesci gemacht hat, aber erzählen Sie mir gerne, was Sie für Filme gemacht haben. Ich bin neugierig. Also, einen meiner besten, wofür ich auch eine Oscar-Nominierung bekommen habe und den Goldenen Jungen auch nach Hause geschleppt. Goodfellas. Kennen Sie Goodfellas? Hat das was mit guten Jungs zu tun oder so? Okay. Großartiger Film. Großartiger Film. Und Herr Dr. Stu, Ihren Titel können Sie sich bald in die Haare schmieren, wenn Sie so ein wundervolles Stück Filmzelluloid nicht kennen. Gottes Willen. Okay. Naja, ich möchte nicht zu viel sagen, aber ich weiß, dass ich heute Abend in meinem schönen Haus mit dem schönen Garten sitzen werde, mit meiner schönen Frau und etwas Schönes essen werde, während Sie höchstwahrscheinlich hier eingesperrt werden, weil ich will ehrlich sein, ich kann Sie so nicht auf die Straße zurücklassen. Aber gut, Herr Pesci, dann ziehen Sie mal weiter. Okay, also, 1990 habe ich mit Martin Scorsese, der Ihnen wahrscheinlich auch überhaupt nichts sagt. Doch, den kenne ich. Der hat das Musikvideo von Michael Jacksons Bad gedreht. Großartig. Ich fange nochmal an. Mit dem großartigen, einen Hammerfilm. Und zwar basiert er auf einem Buch von Nicolas Pileggi, Wise Guys, der Mob von innen. Darin geht es um
Henry Hill, der mit 11 Jahren schon zur ehrenwerten Familie gehören möchte und beschließt, Verbrecher zu werden und mit 13 dann zu einem meiner wirklich, wirklich guten Freunden Jimmy the Gent Conway stößt, der ihn dann unter seine Fittiche nimmt und ihm die Regeln der darüber dürfen wir nicht sprechen beibringt und er halt zu einem der ehrenwerten Männer aufsteigt. Ja, der gute Film ist ab 16 und es wird sehr viel geflucht. Ich bin wirklich davon fasziniert, dass Sie beide, die ja angeblich amerikanische Schauspieler sein sollen, die FSK-Freigaben der Filme wissen, weil FSK-Freigaben... Ich kann dir auch 16 Mal deine scheiß Finger brechen, wenn du willst. Jetzt mach weiter. Also Herr Pesci, zum letzten Mal. Ich würde es wirklich begrüßen, wenn Sie ein bisschen Ihr Vokabular im Auge behalten. Ihr Kollege hier ist zwar auch ein bisschen, hat auch seine Probleme, aber er drückt sich wesentlich besser aus als Sie. Wir können sonst auch noch andere Sachen hier heranholen. Drohen Sie mir? Es fängt mit spitzen Nadeln an und hört mit dem Knebel auf. Drohen Sie mir? Soll ich zu Ihnen nach Hause fahren? Auf Sie warten, während Sie denken, ich fahre nach Hause in mein schönes Haus, das ich dann verfickt nochmal anzünden werde. Herr Pesci, bitte. Joe, also zum einen, Joe, lass dich doch nicht provozieren, lass dich doch nicht. Hat doch keine Ahnung. Herr Dr. Stu. Also es ist nicht das erste Mal, dass irgendwelche Leute mich hier bedrohen und ich habe es auch mittlerweile satt. Ich habe dieses Studium nicht gewollt. Ich wollte Kunst und Afrikanistik studieren. Ja, habe ich es gemacht? Nein. Warum? Wegen meiner verdammten Mutter. So, und jetzt stehe ich hier und muss mir jeden Tag diese verdammte Kotze von irgendwelchen Verrückten anhören, die glauben, sie wären Keanu Pesci oder Joe Reeves oder so. Wissen Sie was? Es tut mir leid für diesen kleinen emotionalen Ausbruch, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ein gebildeter Mensch, ein reicher Mensch, ein hübscher Mensch. Ja, aber wissen Sie was? Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ich habe jetzt Feierabend, ich gehe auf den Golfplatz und ich drücke es mal so aus, damit auch der Herr Pesci es versteht. Lecken Sie mich am Arsch. Reich und hübsch können wir schnell ändern. Ich weiß gar nicht, was der hat. Der hat Goodfellas nie gesehen und für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Film. Also ich habe den damals sehr gerne geguckt und... Wenn du Goodfellas guckst, dann willst du doch auch in der Mafia, oder nicht? Ja, definitiv. Allein schon der Anfangssatz hier, solange ich denken kann, wollte ich Gangster werden. Ich meine, er ist zwar von Ray Liotta, aber man muss es ihm lassen, das ist schon gut gemacht. Ich habe ja viel Hoffnung gehabt in Ray Liotta, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mochte den als Henry Hill hier. Seine lachhafteste Vorstellung war ja bei mir bei... Ich glaube, Hannibal ist er dabei, ne? Ja. Und das war ganz, ganz schlimm. Das hat mir echt wehgetan. Aber hier, er ist ein Mafiosi, das kann er. Und auch so die Art, wie er da so agiert. Ich bin ja italienischen Ursprungs in meinen Gähnen. Und weißt du, diese Schießerunterhemden, die Goldkette drüber, ein anderes Hemd drüber, was offen ist und dann mit den Händen, Armen, bla bla bla. Das hatte ich halt live jeden Tag bei meinem kleinen Papa. Ich habe das wirklich abgefeiert. Und der Film strotzt ja vor guten Schauspielern. Es ist ja, bist ja nicht nur du da drin, sondern auch Robert De Niro ist dabei. Paul Sorvino großartig, wie ich finde. Ja, ist so. Also De Niro wollte ja auch unbedingt echtes Geld teilweise verwenden, damit das noch authentischer rüberkommt. Und das hat er ja auch tatsächlich gepackt. Wir mussten dann halt am Set danach immer warten, weil die wollten ja ihr Geld wieder haben und wollten dann das mit dem Geld abbauen. Und eine meiner Lieblingsszenen ist diese bin ich witzig Szene beim Essen, ja, wo ich diese Geschichte erzähle und sie alle lachen und ich frage, ja, bin ich scheiß witzig, bin ich ein Komiker oder warum lacht ihr? Ich habe angefangen und habe den Text gehabt und dachte aber, nein, da muss mehr Energie rein und habe da einfach improvisiert und alle haben mitgemacht. Das ist so. Geil, das ist eine absolut geile Szene. Und wer danach nicht auch Angst und Ehrfurcht hat, dann stimmt irgendwas nicht. Nein. Und ja, ich meine, zu Hause in deinem Regal steht der kleine goldene Kerl und das verdient. Und warum ich den Film auch damals richtig gut fand,
einfach die Kraftausdrücke. Im englischen Original wird das Wort Fuck 246 Mal gesagt und das braucht es für einen guten Mafia-Film. Währenddessen auf dem Flur. Also Frau Kollegin, diese Herren dort sind einfach unerträglich. Ich kann meine Zeit auch besser nutzen. Ich bin hier schließlich der Chefarzt. Aber was ist denn passiert, Herr Kollege? Der eine glaubt, er ist irgendein Schauspieler mit so einem komischen Namen, den ich nicht richtig aussprechen kann. Und der andere glaubt, er ist ein Gangster, der mich unentwegt beleidigen kann. Meine Diagnose, zwei hoffnungslose Fälle. Einsperren. Schönen Tag noch. Da muss ich wohl wieder rein. Praxis Dr. Dr. Klee, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich verbinde. So, meine Herren, ich bin der Meinung und mein Kollege stimmt mir dazu, Sie bleiben erst einmal für ein paar Tage bei uns. Ich arrangiere mal eben die gummierte Unterbringung auf Station. Oh Mann, das ist dazu rufe ich kurz zwei Pflege an. Das ist doch beschissen. Hallo? Ja, ich brauche einmal den Herrn Prill und den Herrn Papeletzki. Ja. Sie möchten bitte die Westen mitbringen. In Zimmer Nummer 4 sind wir. Vielen Dank. So, dann kommen Sie mal hier ran. Ich will diese Jacke hier nicht wieder anziehen. Nee. Lassen Sie, ich hab nehmen Sie mal die Hände Jacke hier weg. Nee, fass mich nicht an, du. Stell dich so an. Ja, komm, ich komm nicht an die Knöpfe, wenn Sie mir Wo wollen Sie mich? Was heißt denn hier? Ich soll mitkommen, ich hab da keine Lust zu. Ich bin Keanu Reeves, ich bin eine bekannte Persönlichkeit. Jacke gleich an und zwar über den Arsch. Okay, ich komm mit. Was habt ihr zu essen? Ich nehme mich. Komm, Joe. Wir gehen. Okay. Checkmates. Mo und Sven. Was für Knackwürste. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.